wütende Proteste der Sportclubspieler und Rustic schießt den Ausgleich. Rapid zwingt den Sportclub in die Defensive, greift viel über die Flügel an. Rustic schlägt auf für Kinast. 61. Spielminute, 2:1 für Rapid und erstmals jubelt auch Otto Baric. Jetzt liegt es in der Hand von Rapid. Ja, jetzt müssen wir noch diese 4 Minuten spielen. Jetzt wäre das Schönste, wenn wir schießen dort. Dann wäre alles fertig. Die letzten Sekunden beim Spiel zwischen Rapid gegen den Sportclub. Und das, woran keiner geglaubt hat, wird wahr. Rapid ist Meister. Ein bisschen ein Wunder ist es schon, aber ich glaube, das Horoskop stand günstig. Ja, das stimmt. Ich habe heute in der Früh die Gaunenzeitung gelesen, beziehungsweise meine Mutter hat mich angerufen und das stand sehr günstig. Und zwar ist gestanden, dass ich heute einen sportlichen Höhepunkt erreichen werde, dass ich mit Glück, also mit Hilfe von anderen, den Höhepunkt des Jahres erreichen werde. Und eigentlich ist es so positiv gestanden, dass gar nichts mehr schief gehen hat können. Im Spiel selbst auch nicht? Ja, wir haben heute ein bisschen mit Glück gewonnen. Es hat erst jetzt sehr schlecht ausgeschaut. Der Sportclub hat überraschend stark gespielt und durch Kegelwitz und ab Walter haben sie wirklich sehr starke Grundstürmer und es war wirklich ein bisschen Glück dabei, dass wir das Spiel noch umdrehen haben können. Wer ist jetzt der Meistermacher? Otto Baric oder Heribert Weber? Nein, ich glaube, die ganze Mannschaft ist Meistermacher. Sie haben sie alle am Ringmann gerissen und wir haben die letzten 8 Spiele gezeigt, wo es eigentlich in der Mannschaft steckt. Und es ist wieder Rapid jetzt. Und Rapid ist Cupsieger und Meister geworden, obwohl ich glaube, dass die Austria sicher ziemlich gleich stark ist wie wir. Doch haben wir heuer mehr Glück gehabt, zumindest das bisschen Quäntchen Glück mehr gehabt als die Austria. Das Spiel in Wien beginnt 4 Minuten später. Kaum hat Otto Baric auf der Betreuerbank Platz genommen. Zu diesem Zeitpunkt steht es im Hanapi-Stadion noch 0:0. Rapid ist in der Anfangsphase die ganz klar dominierende Mannschaft. Wilfurt für Rustic und Leiner versucht es mit einem Weitschuss. Hebenstreit zeigt sich in ausgezeichneter Form. Rapid, er spielt Chance um Chance, Kinast für Wilfurt und er verschießt. Baric ist vorerst zufrieden. Peter! 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 So, Willi! So. Dann die 29. Minute, ein Konter des Wiener Sportclubs, ab Falterer und er erzielt das 1:0 für den Wiener Sportclub. Baric zeigt sich noch als Stoiker, nur ein kurzer Blick zur Uhr zeigt seine Nervosität. Otto Baric erfährt vom Co-Trainer Walter Gebhardt den Spielstand in Graz. Rapid erhöht das Spiel Tempo, aber ein Tor will und will nicht gelingen, Kinast vergibt. Dann Halilovic versucht im Alleingang und Hebenstreit wird ab. Peter, Peter! Ja! Gehen wir weiter, weiter, aktiv, aktiv! Pausenstand im Wiener Hanapi-Stadion, 1:0 für den Wiener Sport. 3 Minuten nach dem Führungstreffer der Wiener Austria fällt in Wien der Ausgleich zum 1:1. Halilovic wird gefault, Schiedsrichter Lazin entscheidet auf Elfmeter. Wütende Proteste der Sportclubspieler und Rustic schießt den Ausgleich. Rapid zwingt den Sportclub in die Defensive, greift viel über die Flügel an. Rustic schlägt auf für Kinast. 61. Spielminute, 2:1 für Rapid und erstmals jubelt auch Otto Baric. Jubel im Wiener Hanapi-Stadion, als der Spielstand aus Graz bekannt gegeben wird.
Wissen Sie, wir haben in diesen mehrere Jahre oft Pech. Einmal wird Glück kommen. Aufgrund dieser letzten Spiele, wir haben verdient, eventuell Meister zu werden. Aber es ist noch 20 Minuten. Liegt es in der Hand von Rapid? Ja, jetzt müssen wir noch diese 4 Minuten spielen. Jetzt wäre es schönste, wenn wir schießen Tor. Dann wäre alles fertig. Die letzten Sekunden beim Spiel zwischen Rapid gegen den Sportclub. Und das, woran keiner geglaubt hat, wird wahr. Rapid ist Meister. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie zum letzten Mal heuer in dieser Saison bei unserer Sendung Fußball wieder begrüßen darf. Ein spannendes Meisterschaftsfinale hat es gestern im Meisterplayoff gegeben. Heute fällt die Entscheidung im Aufstiegsplayoff, wer in der ersten Division spielen wird. Und es steht auch noch die Entscheidung im Abstiegsplayoff auf dem Programm. Wir haben diesmal ganz absichtlich keinen Studiogast eingeladen. Ich wollte Toni Polster einladen, den Torschützenkönig. Aus einem guten Grund, wir haben unsere Reporter und Kamerateams ausgesandt. Denn hinter den Kulissen, da haben sich diesmal die interessanten, die dramatischen und die spannenden Momente abgespielt. Und dort wollten wir für Sie dabei sein. Kehren wir zurück zum gestrigen dramatischen Finale zwischen Rapid und Austria. Da hat der Rapid zum ersten Mal die Tabellenführung im Lauf der Meisterschaft übernommen. Und ist gleich Meister geworden. Es ist sicher ein Finale mit umstrittenen Toren, über die noch lange diskutiert wird, ein Finale, über das man also noch lange sprechen wird. Interessant auch, dass genau vor 3 Jahren die gleiche Konstellation zu geben war. Da hat die Wiener Austria auf dem Sturmplatz in der gefürchteten Kurm spielen müssen, wieder um den Titel und hat damals 3:0 gewonnen. Und mit diesen 3 Toren ist damals Austria Meister geworden und hat Rapid als Doppelmeister abgelöst und ist seitdem Meister geblieben. Zurück also noch einmal nach Graz und nach Wien, wo gestern die Entscheidung fiel, und schauen wir uns noch einmal all die spannenden Momente des gestrigen Tages an. Trotz einer Distanz von 200 Kilometern liegen Jubel und Enttäuschung doch sehr nahe beisammen. Aber blenden wir 90 Minuten zurück, als für Austria-Trainer Thomas Paritz die Fußballwelt noch in Ordnung war. Das Spiel in Wien beginnt 4 Minuten später. Kaum hat Otto Baric auf der Betreuerbank Platz genommen, fällt in Graz bereits das erste Tor. 5. Spielminute, Angriff von Sturm. Goldbrich stürzt im Strafraum nach einem Zusammenstoß mit Austria-Tormann Wohlfahrt und es gibt 11 Meter für Sturm. Hier die Situation in Zeitlupe. Schauen Sie ganz genau hin. Das sieht sehr nach einem klassischen Stürmerfoul aus. Keine Schuld von Tormann Wohlfahrt ist erkennbar. Delzepich erzielt aus dem Elfmeter das 1:0 für Sturm, Verzweiflung auf der Austria-Bank. Im Moment hat also Rapid die Nase vorn. Zu diesem Zeitpunkt steht es im Hanapi-Stadion noch 0:0. Rapid ist in der Anfangsphase die ganz klar dominierende Mannschaft. Wilfurt für Rustic. Und Leiner versucht es mit einem Weitschuss. Hebenstreit zeigt sich in ausgezeichneter Form. Rapid, er spielt Chance um Chance. Kinast für Wilfurt und er verschießt. Baric ist vorerst zufrieden. Peter! 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 So, Willi! So. Dann die 29. Minute. Ein Konter des Wiener Sportclubs. Abfalterer. Und er erzielt das 1:0 für den Wiener Sportclub. Baric zeigt sich noch als Stoiker. Nur ein kurzer Blick zur Uhr zeigt seine Nervosität. Stadion 1:0 für Sportclub. Ja, hoffentlich ist das Endergebnis auch so. Hoffentlich zahlen meine Buben aus Dornbach auch. Und wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Es nutzt nichts, weil Rapid kann in den letzten 10 Minuten das Match umdrehen. Vorerst dreht aber die Austria in Graz das Spiel um. 36. Spielminute.
Das ist Herbert Prohaska. Und nach Vorarbeit von Dihanich erzielt Nilaschi ein herrliches Kopftor. Jetzt fehlen Rapid bereits 2 Tore auf den Meistertitel. Otto Baric erfährt vom Co-Trainer Walter Gebhardt den Spielstand in Graz. Rapid erhöht das Spiel, ein Borbeintor will und will nicht gelingen. Kinast vergibt. Dann Halilovic. Versucht sie im Alleingang. Und Hebenstreit wird ab. Aber auch die Austrianer haben in der ersten Spielhälfte einige Tore in den Beinen. Hier hat Polster nur die Stange getroffen. Beide Trainer sind jetzt dementsprechend nervös. Zurück, Dani! Komm! Hey, Rudi, geh weiter, Rudi! Geh mal, Andi! Geh mal, Andi! Geh! Carli! Toni, zurück, komm nach Divi! Hey, Divi! Peter! Yes. Gehen wir weiter, aktiv! Pausenstand im Wiener Hanapi-Stadion, 1:0 für den Wiener Sportclub. In Graz steht's zur Pause 1:1. Wissen Sie den Pausenstand im Hanapi-Stadion? Ja, aber es interessiert mich nicht. Ich meine, wir müssen schauen, dass wir das Spiel gewinnen. Ich verlasse mich nicht auf die Kommentare, was ich höre oder auf den Stand. Weil im Weststadion fehlen noch 45 Minuten und hier auch, ne? Aber 9 Minuten nach der Pause dann die Führung für die Austria in Graz. Ogris wird von Heinzel im Strafraum niedergerissen und Schiedsrichter Brummeier entscheidet sofort auf Elfmeter. Polster schießt das 2:1 und jetzt scheint alles klar zu sein. Drei Minuten nach dem Führungstreffer der Wiener Austria fällt in Wien der Ausgleich zum 1:1. Halilovic wird gefault, Schiedsrichter Latzin entscheidet auf Elfmeter. Wütende Proteste der Sportclubspieler und Rustic schießt den Ausgleich. Rapid zwingt den Sportclub in die Defensive, greift viel über die Flügel an. Rustic legt auf für Kinast. 61. Spielminute, 2:1 für Rapid und erstmals jubelt auch Otto Baric. Rapid führt! Die Austria möchte jetzt das 2:1 über die Distanz bringen, aber die zu defensive Spielweise rächt sich in der 75. Spielminute. Sturm greift vehement an und Deskarecic schießt den Ausgleich zum 2:2. Rapid hat wieder die Nase vorn. Jubel im Wiener Hanapi-Stadion, als der Spielstand aus Graz bekannt gegeben wird. Wissen Sie, wir haben in diesen mehreren Jahren oft Pech. Einmal wird Glück kommen. Aufgrund dieser letzten Spiele, wir haben verdient, eventuell Meister zu werden. Aber es ist noch 20 Minuten. In Graz geht kurze Zeit später das Spiel knapp am Abbruch vorbei. 85. Minute, Kopftor von Milaschi nach Vorlage von Türmer. Dieses Tor wird aber von Schiedsrichter Brummeier wegen Abseitsstellung von Nilaschi nicht anerkannt. Es gibt einen Riesenwirbel und der Austrianer Steiger wird wegen Linienrichterbeleidigung ausgeschlossen. Die
Torsituation in Zeitlupe achten Sie auf Niederschirm am linken Bildrand und bilden Sie sich selbst Ihr Urteil. Das wäre die Entscheidung für die Austria gewesen, aber es bleibt in Graz beim 2:2. Noch einmal kommt aber Hoffnung auf, denn im Hanapi-Stadion ist das Spiel noch nicht zu Ende und Sturmtrainer Ludescher informiert Paritz von einem angeblichen 2:2 in Wien. Jetzt liegt es in der Hand von Rapid. Ja, jetzt müssen wir noch diese 4 Minuten spielen. Jetzt wäre es schönste, wenn wir schießen da. Dann wäre alles fertig. Die letzten Sekunden beim Spiel zwischen Rapid gegen den Sportclub. Und das, woran keiner geglaubt hat, wird wahr. Rapid ist Meister. Ein bisschen ein Wunder ist es schon, aber ich glaube, das Horoskop stand günstig. Ja, das stimmt. Ich habe heute in der Früh die Kronenzeitung gelesen, beziehungsweise meine Mutter hat mich angerufen und das stand sehr günstig. Und zwar ist gestanden, dass ich heute einen sportlichen Höhepunkt erreichen werde, dass ich mit Glück, also mit Hilfe von anderen, den Höhepunkt des Jahres erreichen werde. Und eigentlich ist es so positiv gestanden, dass gar nichts mehr schief gehen hat können. Im Spiel selbst auch nicht? Ja, wir haben heute ein bisschen mit Glück gewonnen. Es hat erst jetzt sehr schlecht ausgeschaut. Der Sportclub hat überraschend stark gespielt und durch Kegelwitz und ab Walter haben sie wirklich sehr starke Grundstürme und es war wirklich ein bisschen Glück dabei, dass wir das Spiel noch umdrehen können. Wer ist jetzt der Meistermacher? Otto Paric oder Heribert Weber? Nein, ich glaube, die ganze Mannschaft ist Meistermacher. Sie haben sie alle am Ringen gerissen und wir haben die letzten 8 Spiele gezeigt, wo es eigentlich in der Mannschaft steckt. Und es ist wieder Rapid jetzt. Und Rapid ist Cupsieger und Meister geworden, obwohl ich glaube, dass die Austria sicher ziemlich gleich stark ist wie wir. Doch haben wir heuer mehr Glück gehabt, zumindest das bisschen Quäntchen Glück mehr gehabt als die Austria. Die Austria ist meiner Meinung nach der wahre Meister. Der Titel wurde uns weggenommen. Man darf leider heute keinen Schiedsrichter mehr kritisieren oder keinen Linienrichter kritisieren. Das Nordtor von Nilaschi war völlig korrekt. Und ich verstehe nicht, warum das nicht gegeben wurde. Und darum müsste der Meister Austria heißen. Waren Sie bei den Argumentationen des Schiedsrichters dabei an der Seitenlinie, auch bei der des Linienrichters? Nein, wir sind hinausgelaufen, haben den Linienrichter gefragt, warum er abseits angezeigt hat. Er hat uns ausgelacht, hat überhaupt nichts gesagt, hat nur gelacht. Und dann ist der Steigerosser auch noch rausgeschlossen worden. Ich weiß nicht warum. Ich bin sehr enttäuscht und sehr unglücklich, weil es nicht an uns gelegen ist, sondern weil es höhere Gewalt war. Ja, wenn man diese Szenen gesehen hat, dann muss man allen Fußballfreunden und Sportfreunden wünschen, dass es nächstes Jahr auch ein ähnlich spannendes und dramatisches Meisterschaftsfinale gibt. Vielleicht weniger umstritten, sondern sportlich einwandfrei. Schauen wir schnell noch einmal die Ergebnisse an. Rapid Sportclub 2:1, also das war der Titel. Sturm Austria überraschend 2:2. 1:1 zwischen Föst und Admira Wacker. Die Wacker-Mannschaft dadurch im UEFA-Pokal Swarovski Tirol 5:3 gegen den LASK unter den Augen von Ernst Happel mit vielen jungen Spielern. Rapid also durch die bessere Tordifferenz Meister. Dann die Austria spielt im UEFA-Pokal Tirol. Dritter spielt im Cupsiegerbewerb der LASK im UEFA-Pokal und Admira Wacker hat es ebenfalls geschafft und spielt im UEFA-Pokal. Dann der Sportclub, knapp vorbeigeschammt, Sturm und Föst. Und Sie haben